Ich weiß nicht, ob ich das jetzt jedes Mal machen werde, wenn ich auf diesem Stuhl sitze. Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Also, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht diesmal um Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt, als ich euch gefragt habe, zweimal nach Fragen. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Mal kurz Licht anmachen. Ja, und hier ist es. Also, ich werde keine Namen nennen. Ich habe mir auch die Namen gar nicht aufgeschrieben, außer bis auf eine Frage. Fangen wir einfach an. Erste Frage ist, musstest du für deine GTA-Ausbildung Geld bezahlen? Nein, ich habe sogar Geld bekommen. Ich habe eine schulische Ausbildung gemacht und zwar an der größten Drecksschule in ganz NRW gefühlt. Da konnte ich halt mein Abitur zusammen mit meiner Ausbildung machen und habe dann BAföG Kindergeld bekommen und Jobcentergeld. Ja, war ganz nett. Ausbildung war relativ einfach. Ja, ich habe da nicht viel zu sagen. Nein, ich musste kein Geld zahlen. Wenn du ich wärst und jemand dich fragen würde, warum du Pix30 folgst, was würdest du sagen? Ich feiere an meinem Content halt, dass meine Stories immer relativ abwechslungsreich sind, außer ich bin schon wieder live auf Twitch, swipe up. Ja, okay, muss ich halt machen, so, ne? Und meine Bilder sind alle relativ abwechslungsreich, individuell, teilweise, nicht immer, aber ich versuche halt immer irgendwie unterschiedlich auszusehen und das mag ich ganz gerne an meinem Feed. Ich habe nur leider kein Theme, das stört mich ein bisschen, aber ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Deswegen mache ich alles durcheinander. Das ist mein Theme. Ja, Frage 3 ist, wie geht's dir? Noch geht's mir gut, ich weiß nicht, wie es mir morgen gehen wird. Frage Nummer 4. Date. Menschen es nicht mal schaffen, einen Satz zu schreiben bei einer Frage, die sich darum dreht, dass diese Person ein Date mit mir haben möchte. Wenn ich dir nicht mal so viel wert bin, dass du einen Satz schreibst, sondern nur das Wort Date mit einem Fragezeichen, warum denkst du, würde ich darauf eingehen wollen? Mal abgesehen davon, wenn du schon mal meine Streams gesehen hast, nein, kein Date. Ich gehe nicht auf Dates. Ich bin nicht der Typ dafür. Nein, nein, nein. Dein Lieblingsskin von Ahri aus League of Legends. Ahri hat coole Skins, ja. Ahri ist jetzt kein Champ, den ich spiele. Aber sie hat coole Skins. Boah, ich würde sagen, ich finde den baddest Skin, der jetzt rauskommt, eigentlich mit am coolsten. Ansonsten Firefox Ari, die ist schon ganz schön feurig. Wie viele Beziehungen hattest du schon? Ich hatte bis jetzt 3 Beziehungen. Davon war die erste echt nice. Und der Rest echt wack. Was wolltest du als Kind werden? Als Kind wollte ich tatsächlich immer Lehrerin werden. Oder Künstlerin oder Lego-Bauerin? I don't know why. Ich dachte, so ist voll geil. Baust einfach ganz viel Lego für Legoland oder so. Kriegst Geld. Das war mein Traumberuf. Wie stehst du zu LGBTQIA+? Blablabla? Wie soll ich dazu stehen? Ne? Ich feiere das. Also ich bin der Meinung, jeder soll den leben, den er möchte. I like that, wenn Leute einfach das machen, was sie wollen, die Person lieben, die sie wollen, mit der Person ins Bett gehen wollen, die sie wollen. Ich bin da ein großer Fan von allen Menschen, wenn sie vom Charakter her cool drauf sind. Ansonsten nicht. Und da ist mir scheißegal, welche Sexualität du hast. Wann gehen wir mal mit den anderen einen trinken? Wer sind denn die anderen? Ich kann mir vorstellen, wer die anderen sind, aber ich frage mich, ob das jemals passieren würde, dass sich wirklich eine Gruppe von diesen Streamen zusammenschließt, um irgendwas zusammen zu machen. Ich glaube, dann können wir mal losgehen und irgendwas machen. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, dir deine Haare zu färben? Und dann kam noch ein Kompliment, dass meine Haare aber gut aussehen. Dankeschön. Ich färbe sie heute on stream. Ich habe angefangen, meine Haare zu färben mit
7, circa. Da meine Schwester mir rot-schwarze Haare gefärbt. Dann sah ich aus wie meine Schwester. Alle dachten, das ist meine Mom. Warum auch immer alle dachten, das wäre meine Mom. Nur weil wir die gleichen Haare haben. Ist doch klar, dass es eher Schwestern sind, die die gleichen Haare haben, statt Mutter und Kind. Ja, da fing das an. Richtig bunt. Also, dass wirklich mein ganzer Kopf komplett bunt ist, abgesehen von komplett roten Haaren, war circa mit 16. Habe ich angefangen, mir nur noch die Haare bunt zu färben. Spielst du Spiele mit mehr Story? Actually, eigentlich ja. Seit ich streame, aber nicht mehr so wirklich, weil ich viel auf Community Games gehe, auf rundenbasierte Games. Aber eigentlich spiele ich storybasierte Games. Vor allem viel an der PlayStation 2 habe ich gespielt. Ansonsten habe ich auch Games gespielt, wie Horizon Zero Dawn, natürlich super viele Assassin's Creed-Teile. Dinge wie Halo. Das ist Halo, die große Reise beginnt. Das ist Halo. Also an der PS2 hatte ich viele Spiele, like Jak and Daxter oder Spyro und sowas. Also halt so eher bunte Story Games. Aber auch so Sachen wie South Park habe ich auch gespielt und so. Also ja, aber at the moment halt eher nicht. Obwohl ich eigentlich schon mal wieder Bock hätte. Spielst du Valorant? Und wenn nein, würdest du es spielen? Nein, ich spiele kein Valorant. Ja, ich würde es spielen. Ich weiß auch nicht, warum ich es immer noch nicht angefangen habe, aber irgendwie habe ich nicht so die Zeit dafür, scheinbar. Was ist deine Lieblingsfarbe? Also, das ist für mich super schwierig zu beantworten, denn ich liebe eigentlich alle Farben. Ich freue mich aber immer, wenn ich halt lila sehe oder wenn ich rot sehe oder grün oder neongelb. Ich mag aber auch richtig gerne orange oder türkis. Oder Farben, die keine Farben sind, like weiß. Ich finde schwarz auch cool, aber ich mag weiß irgendwie lieber als schwarz. Ja, ich mag eigentlich alle Farben. Es ist nicht so einfach zu beantworten für mich. Warum bist du aus Essen weggezogen? Muss ich das beantworten? Für mich ist Essen halt und generell das ganze Ruhrgebiet ein Ort, an dem ich nicht gerne war, den ich auch nicht schön finde. Es ist sehr grau da, also wenig Grünflächen. Ich habe da wenig Leute gehabt, die meines Erachtens nach cool, korrekt sind. Natürlich, die Leute aus Essen oder aus dem Ruhrgebiet finden natürlich auch die Leute da auch ganz cool. Ich komme aber ursprünglich aus dem Westerwald bzw. Region Köln und da sind die Leute anders und dadurch waren die Essener Leute, die meisten für mich halt nicht das, was zu mir passt. Dadurch hatte ich keinen Grund mehr da zu wohnen. Ich bin damals hingezogen, weil ich in der Nähe studieren wollte, habe dann im Endeffekt an meiner Schule angefangen und halt durch meinen Ex-Freund. Das hat aber alles leider nicht mehr so gepasst, wie es gedacht war. Und ja, dann bin ich eigentlich nur nach der Trennung in meine eigene Wohnung in Essen gezogen, solange noch meine Schule da war, also solange das Jahr noch da lief. Und es war aber schon sehr lange geplant, dann nach Köln zu ziehen. Und was ich dann auch getan habe, nachdem die Schule vorbei war, ich habe mein Zeugnis bekommen und bin literally einen Tag später dann umgezogen. Eine Folgefrage von jemand anderen ist, wie lange wohnst du schon in Köln und was war der Grund dafür, dass du nach Köln gezogen bist? Actually wohne ich jetzt seit Ende Juni in Köln und der Grund dafür, dass ich nach Köln ziehen wollte, war, dass, naja, ich, wie gesagt, mich in Essen gar nicht wohl gefühlt habe, das gar nicht mein Flex ist oder war. Und in Köln habe ich halt meine ganzen Freunde, also Köln und Bonn. Ich liebe die Stadt an sich, weil es halt einfach keine aufgesetzte Stadt ist, sondern halt einfach so ein Familiengefühl. Hier gibt es so ein hormonelles Gefühl, ein harmonisches Gefühl. Hier gibt meine Familie wohnt hier in der Nähe. Ich kenne mich hier aus, weil ich seit ich 16 bin, eigentlich jedes Wochenende nach Köln gefahren bin, um Freunde zu treffen. Ich mag total, wie die Stadt aussieht, dieses Underground-Feeling und so weiter, dieses
dass hier so viele Grünflächen sind, so viele Parks und halt einfach dieses ganze Feature, was Köln mit sich bringt. Aber dazu später mehr. Deine Lieblingshaarfarbe an dir selbst. Das ist schwierig, weil ich muss sagen, wenn ich von der Schminke ausgehe und so, sage ich, blau sieht schon richtig cool aus an mir, wegen den blauen Augenbrauen und so weiter. Persönlich mag ich aber super gerne dieses Pastelllila an mir, dieses Pastelllila-Grau. Ich feiere aber auch Rot und Normal. Und Grün mag ich auch gerne an mir. Ich glaube, die Favorite-Farbe ist, glaube ich, Lila. Nee, ich weiß auch nicht. Es ist schwierig. Ich mag einiges an mir selber tatsächlich. Was ich nicht so gerne an mir mag, ist Schwarz und Pink. Ich mag Pink, nur Pink an mir nicht. Hast du noch Kontakt mit Menschen aus deiner alten Schule? Also aus der letzten Schule? Nein. Ich kam zwar mit der ganzen Klasse relativ gut klar, aber das sind alles Menschen aus dem Ruhrgebiet, die vom Typ her einfach nicht zu mir passen. Daher habe ich keinen Kontakt mit denen. Von der Schule davor habe ich tatsächlich noch Kontakte. Also von meinem Studium habe ich noch eine, mit der ich zwischendurch schreibe. Und von der Schule davor habe ich sogar noch ein, zwei Leute. Ja, eine Person, die noch in meinem Stream auch regelmäßig mal zu sehen ist. Und ansonsten halt zwischendurch schreibt man mal mit anderen Leuten. Mit ein paar bin ich auch noch feiern gegangen, als man noch feiern gehen konnte. Zockst du WoW oder hast du mal WoW gezockt? Ich habe mal WoW angefangen, ja. Aber ich muss sagen, das ist kein Game für mich. Willst du mal heiraten und Kinder? Zum momentanen Zeitpunkt sage ich nein. Ich möchte kein Kind haben, weil ich meinem Kind das nicht antun möchte, was hier in der Welt passiert. Es wird nämlich nur noch schlimmer als besser. Und heiraten, ich glaube nicht. Ich heiße schon Bräutigam, ich brauche keinen Bräutigam. Inwiefern hat dich die GT-Zeit geprägt, ob jetzt gut oder schlecht? Geprägt, muss ich sagen, die alte GT-Zeit von 2014 rum, die war cool in Köln. Das hat Spaß gemacht, das hat mir gezeigt, ich bin nicht alleine, es hat mir gezeigt, ich kann stark werden. Dass es noch mehr Menschen gibt, die auch alternativ sind, die anders sind. Und das hat mir viel gegeben. Düsseldorf war auch noch am Anfang irgendwo lustig. Die Dortmund-GTs fand ich immer ganz schrecklich. Es war immer Prügelei und es war immer, alle waren immer so besoffen und so. Und das hat mich geprägt, damit dass mir gezeigt hat, dass solche Menschen nicht zu mir passen. Genauso wie die Hannover GTs. Ich habe diese Videos gemacht und das, was mich da geprägt hat, war, dass ich gelernt habe zu schneiden, Videos zu schneiden und jede Situation cool aussehen zu lassen, weil das, was in den Videos zu sehen ist, ist nur das, was gut ist. Die ganzen Negativaspekte sieht man natürlich nicht. Ich muss sagen, dass mir das auch gezeigt hat, dass es sich nicht lohnt, 3 Stunden nach Hannover zu fahren für das. Ja, neben auch spaßigen Aspekten gab es halt, wie gesagt, sehr viele negative Aspekte und die haben mich so geprägt, dass ich weiß, dass ich halt da nicht mehr hingehen möchte. Ich bin jetzt auch 2 Jahre schon nicht mehr da gewesen. Es hat auch coole Tage gegeben, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, geprägt hat mich diese Zeit, dass ich mit solchen Menschen halt nicht anfangen kann, dass sie bestimmt unter sich bestimmt was miteinander anfangen kann, aber ich persönlich halt nicht. Was ist dein Lieblings-Overwatch-Charakter? Ich glaube, das ist offensichtlich. Es ist Sombra. Und ansonsten finde ich auch Lucio ganz geil, weil wovor hattest du als Kind am meisten Angst? Ja, damals als Kind war es genauso wie heute. Ich habe ganz große Verlustängste. Ich hatte immer Angst, dass meine Mama mich verlässt. Das war immer ganz schlimm. Was ist für dich das Beste in Köln? Das ist die letzte Frage. Das Beste für mich in Köln ist das Feeling, was man hier hat. Dass es so ein Gefühl gibt, als wäre man angekommen, als würde man akzeptiert werden in der Feierkultur, in der Juggling-Kultur, in der normalen Kultur hier. Man hat nicht das Gefühl, dass man ausgestoßen ist. In Köln akzeptieren dich die Leute, egal woher du kommst. Auch zum Beispiel, ich war das erste Mal im Meltdown, ich kannte keine Sau und die Leute waren so, ey, was geht ab? Yo, Bock zu zocken und so, keine Ahnung, setz dich hier an den Tisch. Oder keine Ahnung, ich war das erste Mal in der Juggling-Gruppe unterwegs, also Leute, die jonglieren. Ich kam da hin und die Leute so: Ey, willst du mal hier mit meinem Hula-Hoop-Reifen was machen? Oh, cool, dass er so einen Stick zeigt, mal kannst du mir was beibringen. Dieser Zusammenhalt, der hier in Köln ist. Ja, und ich liebe halt, wie diese Stadt aufgebaut ist. Ja.
Es macht mir halt richtig Spaß, hier zu sein. Ja, okay, das war's. Ich dachte eigentlich, dass dieses Video eher lustig wird als ernst, aber die Fragen waren halt eher ernst als lustig. Also, hier habt ihr noch ein paar lustige Bewegungen am Ende, damit das alles ein bisschen lustig ist. Ja, und danke fürs Zuschauen, danke für die ganzen Fragen, Leute. Es hat auch Spaß gemacht, die zu beantworten. Ich hoffe, ihr guckt euch das Video an und ne? Hat ein bisschen über mich gelernt. Ansonsten streame ich übrigens zurzeit jeden Tag auf Twitch, außer montags und samstags ab 19 Uhr. Und jo, ich hoffe, ihr schaltet ein und lasst vielleicht Like, Abo und so weiter da hier und vielleicht auch auf Twitch. Ich bin übrigens auch auf Instagram unter pix30, das wisst ihr wahrscheinlich, und auf Twitter. Auf pix30. Also, wenn ihr mir auf Twitter folgen wollt, da poste ich dann immer irgendwelche Gedankengänge von mir. Blablabla. Danke fürs Zuschauen, Leute.